verdrängen kann. Macht er ja so gerne. Und ich fahre hier schon nirgendwo rein, ja doch, bis auf den einen Wagen vorhin. Ja, das wird interessant werden. Ich glaube, das werde ich ein bisschen am beschleunigen. Oder? Nee, das sollte ich ansehen. Ihr solltet auch mal mit mir leiden. Mit mir ein bisschen Spannung haben. Wie ich es jetzt hier eventuell schaffe. Trotzdem habe ich mir gerade wieder das Gefühl, ich hätte eine Abkürzung vergessen. Oh. Habe ich eine Abkürzung vergessen? Ich weiß es jetzt nicht. Die Abkürzung hier, die nutze ich nicht, denn die kostet mich zu viel Zeit, wenn ich rauskomme. So, jetzt mache ich, ich versuche es einfach mal. Ja, weg mit dir, du Poller. Ich glaube, ich habe es ein bisschen ausgebremst. Das ist nicht wahr. Das ist jetzt nicht passiert. Nur einer? Okay. Du willst rechts dran vorbeifahren? Ist nicht. Ist nicht, Kollege. Ist nicht, habe ich gesagt. Ist nicht. So, den haben wir ein bisschen ausgebremst, deswegen ist er rausgeflogen. Kann ich auch mal meine gemeine Seite zeigen. Ja, ich habe auch eine gemeine Seite. Ich bin Zwilling, nicht Darblasser. Ich habe zwei Seiten. Zwilling ist man sowieso ein bisschen anders. Cooler. Sagen viele. Ob stimmt, keine Ahnung. Ich kann sowas nicht beurteilen. Du verdammter Taxifahrer! Du bist wie die Taxifahrer auf unserer Straße. Genauso bescheuert. Die fahren auch wie die Bekloppten. Ich hasse Taxifahrer. Die können nicht fahren. Zumindest einige viele nicht. In Dortmund kann kein Taxifahrer. Wegen Taxifahrer hätte ich schon mal Unfälle gebaut. Nicht nur ein, mehrere. Da fängt der einen vor einen an, direkt an zu bremsen und so ein Blödsinn. Und das bei Glatteis. Schöne Sache. Nicht. Und wenn man dann voll auf die Eisen steigt, ich glaube 2 Zentimeter hinter ihm stehen bleibt, das ist genial. Schock fürs Leben. Naja, da kann ich euch Geschichten erzählen. Das liegt alles noch daran, von meiner Pizza-Liefer-Zeit. Ich war ja mal Fahrer für Pizza. Oh, ich kann so nicht fahren, Leute. Ich hab's versucht. Ich war ja mal Pizza-Lieferant. Deswegen weiß ich auch, wie manche sich hier fühlen. Auf der Straße. Gut, letzte Runde. Ich denke mal, der Weiße ist noch drin. Okay, es regnet ein bisschen. Ich bin auch ein bisschen schneller jetzt unterwegs. Deswegen muss ich auch ab von Gas gehen. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Pizza-Lieferant zu sein ist geil. Essen in der Pizzeria kostenlos. Trinken, ein Getränk. Trinkgeld. Den ganzen Tag im Auto sitzen, den ganzen Abend. Mit dem Navi mit dabei. Perfekte Sache. Perfekte Mundo. Macht auf jeden Fall ziemlich viel Bock. Nur leider hat die Pizzeria dann geschlossen. Und ich war sogar noch dafür eingeteilt, in der Küche zu helfen. Das habe ich auch noch gemacht. Aber ich durfte eigene Pizzen machen, eigene Salate. Jeden Tag durfte ich was mitnehmen. Ich durfte da was essen. Es ist einfach nur toll. Also ich hatte echt mal einen Spaß bei. Und das Trinkgeld lässt sich an. Es ist auch nicht schlecht. Also mein Bildschirm habe ich komplett innerhalb von 2 Wochen finanziert gehabt. Das waren 130 Euro. Das Geld habe ich komplett beiseite gelegt gehabt. Nein, ist nicht wahr. Während ich erzähle, darfst du nicht vorbeiziehen. Und ja, habe ich mir meinen Bildschirm von geholt. Ich finde es cool. Und ich kann es jedem empfehlen. Zwar nicht als festen Beruf, aber so als Ausweichmöglichkeit ist es schon ziemlich geil. Und ich habe es geschafft. Mit dem Wagen habe ich es geschafft, dieses Rennen zu gewinnen. So. Puh. Nicht Herausforderung. Wir wollen zum Unterschlupf. Warum wäre ich jetzt sofort zu meinem Unterschlupf? Hat einen einfachen Grund. Von meinem Unterschlupf aus gehe ich wieder in die Freifahrt, starte bei meinem Unterschlupf und kann dann zum Autohändler in Ruhe fahren. Der hier ja zum Glück direkt um die Ecke ist. Wie sich einige noch am Anfang der Season wahrscheinlich erinnern können, dass ich dahin gefahren bin. Denn rein theoretisch sollte ich jetzt genug Geld haben, um mir einen neuen Wagen leisten zu können. Ansonsten geht der hier auf die Barrikaden. Ich will einen neuen Wagen. Ich werde mir einen neuen Wagen besorgen. Ob jemand was dagegen hat, ist mir egal. Es ist mein neuer Wagen, mit dem ich dann Tests abziehen werde. Aber so richtig schnaggisch machen werde, Junge. Und Autohändler. Ich war zu schnell, deswegen konnte er das nicht annehmen, was ich hier eigentlich hatte. Autohändler. So.
Wir haben 35.500. Das reicht für mein Audi TT 3.2 Quattro. Denn das ist der bessere Wagen im Gegensatz zum Golf. Liefern. Bitte einmal in mein Versteck. Bitte verrat es natürlich nicht der Polizei. Und wir werden sofort zum Unterschlupf gehen. Werden die Wagenauswahl etwas verändern. Denn ich werde mein Audi nehmen. Werde meinen Kobalt SS, so schön wie er auch war, verkaufen. Für 13.000, ziemlich günstig oder ziemlich gut, verkauft. Und werden jetzt endlich das erste Mal richtig pimpen gehen. Boah, der hat doch viel einen geileren Sound direkt. Und eine bessere Beschleunigung, man sieht's auch schon. Man hört's auch. Es ist einfach nur toll. So, hier müssen wir rechts rein. Natürlich muss ich mich an den Wagen wieder gewöhnen, aber das werden wir, denke ich, mal hinkriegen. Erstmal ein bisschen was in die Leistung. Wir brauchen NOS. Ohne NOS will ich jetzt hier nicht mehr fahren. Wir dürfen uns Pro, Super Pro und Ultimate dürfen uns noch nicht holen. Müssen wir noch ein paar erledigen. Kostenpunkt 4.900. Das ist es wert. Wir werden... Ja, hat er mit reingenommen. Im Turbo noch was drauf tun? Nein, dürfen wir noch nicht. Ja, ihr seht auch schon, wir dürfen noch nicht komplett tunen, sondern... Nur so ein bisschen, unsere Reifen zum Beispiel, unsere, habe ich ihm gerade Reifen nicht reingetan? Ne, unsere Reifen darf ich noch nicht mal, wir dürfen aber die Bremsen, Reifen, Fahrwerk, einfach unser Fahrwerk tun, dürfen wir. Wir dürfen unser Getriebe, dürften wir auch, ich gucke jetzt nur, was das alles insgesamt auch kosten würde, Motor, wir würden insgesamt 21.000 haben, naja, es ist natürlich, viel zu viel, haben wir nicht, deswegen werden wir Nitro drinnen lassen und den Rest entfernen. Denn ich brauche nur... Ja, ich mache auch erstmal nur NOS. Und dann werden wir auf die Optik gehen. Moment. Teile. Erstmal werden wir gucken, ob wir was wir hier so für schöne neue Teile haben. Nee. Das wäre geil, aber das darf ich mir noch nicht holen. Neun Spoiler oder überhaupt mal ein Spoiler? Ja, neun eher. Oh, ich darf noch nicht so viel kaufen, das ist so gemein. Felgen? Achso, ihr habt gesagt, gab's denn hier überhaupt schon Spinning Wheels? Ich meine schon. Aber ich bin mir auch nicht mit 100% sicher, ganz ehrlich nicht. Boss. Oh, das sind nette bei, aber ich kann sie mir alle nicht leisten. Das ist so. Ach, dann werden wir halt eben nur noch ein bisschen auf die Optik gehen, denn auch die Optik muss stimmen. So, was nehmen wir denn für einen Lack Metallic? Spezial darf ich nicht, damit nur dafür muss ich jetzt die Nummer 12 schlagen. Hochglanz. Ne, nehmen wir Metallic. Schön schwarzen. Schön weißen Audi TT. Das ist doch mal geil. Vinyls wollen wir natürlich drauf haben. Obwohl, wir können ja erstmal gucken, wir haben ja. Doch, bei den Vinyls haben wir was Neues gewonnen. Nämlich Wettbewerbssieger. Waren das Wettbewerbssieger? Und irgendwie sehen die gerade matschig aus. Einzigartig. Haben wir nicht einen einzigartigen neu dazu gekriegt? Oh, ich weiß gar nicht mehr. Ja, wir können auch unsere gesamte Karosserie ein bisschen ändern. Ist nur dumm, wenn man es nicht sieht, weil der Wagen so strahlt. Das ist schlecht. Da werde ich doch eine andere Farbe nehmen für. Und wir nehmen... Nein, noch nicht. Nein. Okay, ich weiß, wie ich es mache. Wir nehmen... Nicht Vinyl, sondern... wo war es denn jetzt? Erstmal einen anderen Lack. So, in schwarz. Dann sehe ich auch mal, was ich hier an Vinyl draufpacken kann. Nehmen Karosserien. Und werden uns da erstmal anschauen, was für Karosserien wir denn hier nehmen. Nein. Ach, mehr darf ich noch nie auswählen. Oh, ist das ein Rotz, ey. Da sind so geile dabei, aber erst zum Schluss. Ich will meine ganze Karosserie. Einzigartig will ich nicht draufpacken. Nationalflagge. Komm, wir stehen zu unserem Land. Oh, ist auch alles gesperrt. So eine Sauerei. Wir dürfen noch nicht mal zu uns, zu unserem Land stehen. Kommt ein Tribal drauf, so. Ne. Jupp. Schönes Tribal, kriegt eine eigene Farbe. Es hat insgesamt zwei Farben, die wir auswählen können. Damit es natürlich ein bisschen geiler aussieht.
Mmh, das ist doch nett, oder? Du nimmst ein Weiß. Soll ich schwarz nehmen oder weiß? Ah, ich nehme es in schwarzes. Schwarzes sieht cool aus. Ja. Yep. Von Decals halte ich gar nichts. Finde ich blödsinnig, genauso wie Zahlen. Ich mag Zahlen nicht. Wozu brauche ich da Zahlen dran machen? Und dafür müssen wir. Ja. Also eine neue Armatur können wir uns auch nicht leisten. So, damit haben wir unseren Wagen klitzekleines bisschen gepimpt. Und ich muss nochmal da rein. Warum muss ich nochmal da rein? Hat einen einfachen Grund, werdet ihr gleich sehen. Einfach mal die Taste 1 drücken fürs Hinterzimmer. So, hier haben wir nämlich das neue Blühe, welches wir bekommen haben. Wo ist es hin? Ach, hier dürfen wir uns ein kostenloses Vinyl aussuchen. Okay, sorry. Aber wir haben da keine große Auswahl, deswegen, das hebe ich noch auf. Ich wollte es euch nur zeigen, wir können uns